als Mutter nicht dagegen, ich muss mal so sagen, fast gewehrt? Ich will ja irgendwie immer nur alles richtig machen. Ich fühle mich wirklich im Moment total hilflos. Und ich will einfach nur, dass es ihm gut geht. Er hat es auch immer nicht einfach gehabt. Er musste so viel zurückstecken, weil wir nie Geld hatten. Sie waren noch sehr jung, ne, als Sie Sandro bekommen haben. Ja, ich war 17, als ich mit Sandro schwanger geworden bin. Und ich hatte keine Ausbildung gemacht. Das hat wirklich meine ganzen Pläne durcheinander gebracht. Und meine Eltern, die haben Sandros Vater, den Andi, nie akzeptiert. Die haben mich wirklich gehasst. Und ich sollte auch das Kind gar nicht erst bekommen. Und dann mussten wir uns mit dem Baby wirklich alleine durchschlagen. Ja, und? Haben Sie da nicht recht gehabt mit dem, was Sie gesagt haben? Du siehst doch, wie weit es der Andi gebracht hat. Ja, bis nach Köln-Ossendorf, in Knast, immer und immer wieder. Wie ist es dazu gekommen? Ja, Andi hat halt irgendwann mal Blödsinn gemacht. Wir hatten ja nie viel Geld. Und er wollte mir aber einen großen Traum erfüllen, eine Prinzessin-Hochzeit. Und dafür hat er sich wirklich richtig verschuldet. Naja, und dann, um wieder an Geld zu kommen, hat er 2008 bewaffnete Tankstelle überfallen. Und dann haben sie ihn erwischt. Ja, seitdem sitzt er. Aber es hat Sandro total hart getroffen, denn er hängt wirklich sehr an seinem Vater. Also Melanie, ich bin sehr glücklich und froh, dass du den Günni kennengelernt hast und mit ihm zusammen bist. Der Andi war nie der richtige Mann für dich. Du denkst doch nur an die Kohle, Opa. Mein Vater hat mich zumindest lieb. Ich bin stolz auf meinen Vater, auch wenn er im Knast ist. Ich hab ihn lieb. Ja, gut. Für was bekommen Sie Geld vom Angeklagten, Herr Mintz? Naja, Sie wissen ja, meine Melanies Mutter, meine Frau, ist vor einem Jahr gestorben. Und dadurch sind wir in finanzielle Schwierigkeiten gekommen, sprich Beerdigung und so weiter. Günni war der Erste, der kam und hat mich direkt unterstützt. Und er hat mir so spontan direkt einen Job angeboten, sodass ich bei ihm noch halt nebenbei etwas dazu verdienen kann. Mhm. Frau Schnieber, gab es eigentlich häufiger Streit zwischen Sandro und Ihrem Freund, bevor Sandro ins Heim gegangen ist? Was heißt häufiger? Ab und zu eben. Eigentlich nicht so oft. Frau Schnieber, so richtig eine freie, entspannte Aussage machen Sie hier überhaupt nicht. Sie haben eben gesagt, ich habe ja schon Angst, dass der Angeklagte mich noch liebt, weil mein Sohn so einen Unsinn baut. Der setzt Sie doch irgendwie unter Druck. Sind Sie abhängig von dem? Setzt er Sie sonst unter Druck? Ich glaube, Sie haben auch Angst vom Angeklagten. Der Kleine traut sich nicht mehr, hier eine Aussage zu machen. Nein, mich setzt hier niemand unter Druck. Günni ist ein guter Mann. Ich habe es wirklich gut bei ihm. Und ich wünsche mir wirklich nur noch eins, dass wir Sandro wieder aus dem Heim holen. Und dass wir beide Sandro wieder verwöhnen können. Boah, ich kotze gleich im Strahl, als ob ich dich interessieren würde. Du hast gesagt, dass du wartest auf den Papa, bis er aus dem Knast kommt. Und dann lässt du dich mit diesem Schwachmaten Günther ein. Sandro, ich hab's mit deinem Vater auch nie leicht gehabt. Er hat mein Leben und auch dein Leben zerstört, als er die Tankstelle überfallen hat. Und ich möchte auch mal glücklich sein. Ich habe doch ein Recht dazu. Ich habe immer zu deinem Vater gehalten. Ach, du denkst doch nur an dich, Mann. Mhm. Noch Fragen an die Zeugin Schnieber? Ja, danke. Danke. Dann möchte ich mit dem Vater des Geschädigten fortsetzen. Andreas Schnieber, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Bleibt noch unvereidigt. Herr Schnieber. Hör mal, Kollege, packst du noch einmal meinen Sohn an? Noch einmal? Bring ich dich um. Du, bleib mal ganz, ganz ruhig. Oder willst du noch ein paar Jährchen in den Knast? Schön eingerichtet hast du dich ja bestimmt schon, ne? Hör mal, was bildest du dir eigentlich ein, hä? Kannst du mir das mal sagen? Setz dich auf dein Plätzchen. Wie setz dich auf dein Plätzchen? Ich sag dir noch einmal. Ist mir scheißegal. Und wenn ich im Knast noch ein paar Tage draufkrieg. Noch einmal und du bist dran, ist das klar? So. Sie sind Freigänger, Herr Schnieber. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ihr Sohn braucht Sie, braucht kein neues Theater, ja? Vergessen Sie es nicht. Entschuldigung. Aber müssen Sie verstehen, das ist absolut der Hammer. Da kann ich nicht mehr ruhig bleiben. Der war früher schon ein Arschloch in der Schule, schon immer gewesen. Das ist klar, Junge. Aber wenigstens war ich im Gegensatz zu dir auch bis zum Ende auf der Schule. Und ich bin dann mit dem Abschluss rausgegangen. Du mit mir klaut ein Fahrrad. Was willst du von mir? Ende mit dem Austausch gegenseitiger Freundlichkeiten. Sie haben es gebraucht, aber jetzt brauche ich nicht noch mehr davon. Das geht mir auf den Keks.
Ja, ich weiß es, aber momentan interessiert mich nicht Ihr Keks, sondern das, was ich hier auszusagen habe. Wenn es geht, die Wahrheit. Sonst machen Sie sich nämlich strafbar. 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage oder nachher Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Schnieber, Ihr Vorname ist Andreas. Sie sind 40 Jahre alt und verbüßen zurzeit eine 6-jährige Freiheitsstrafe in der Vollzugsanstalt in Köln-Ossendorf. Was sind Sie vom Beruf? Schreiner. Das habe ich während des Strafvollzugs gelernt und habe dann auch meinen Gesellen gemacht. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nee. Der Angeklagte sagt ja weiterhin, dass er Ihren Sohn am 14. Januar 2012 jedenfalls nicht verletzt habe. Sie haben Ihren Sohn ja 2 Tage später, also am 16. Januar 2012, getroffen. In welchem Zustand war er da? Er war total lediert. Er hatte blaue Flecken am ganzen Körper, seine Rippen taten ihm weh. Aber das Schlimmste war, er konnte sein Handgelenk kaum bewegen. Ja? Da sind wir auch direkt im Krankenhaus und haben festgestellt, dass es gebrochen war. Und weißt du, was ich nicht kapieren kann, Meller? Dass du das nicht gecheckt hast, dass er das Handgelenk gebrochen hat, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hat Sandro denn Ihnen sofort erzählt, was passiert ist? Ja, ich kam nicht mit der Sprache raus. Ich habe auch mit Engelszungen auf ihn eingeredet. Und irgendwann war es dann soweit, dann hat er sich geöffnet und hat gesagt, halt eben, dass der Günther war. Hör mal zu, du, an kleinen Kindern kannst du dich vergreifen. Kannst du nicht mal welche aufnehmen, die gewachsen sind, hä? Hast du nicht drauf, war du kleiner Schnulli. Das heißt, Ihr Sohn hat Ihnen direkt gesagt, dass der Angeklagte ihn so zugerichtet hat. Sind Sie dann sofort mit ihm ins Krankenhaus gegangen? Ja, ja, klar, musste sofort behandelt werden, wer weiß, was passiert. Weil wenn der Knochen falsch zusammenwächst. Ja, und aber danach sofort zur Polizei, damit der nicht so einfach davonkommt mit seinen Prügelattacken. 2 Tage später, Herr Schnieber, wollen wir mal exakt bleiben. Ne? Und Sie hassen meinen Mandanten ja wie Bollenpiss. Das haben Sie ja gerade noch mal ganz deutlich gemacht. So, und jetzt hat er Ihnen natürlich auch noch Ihre Frau weggenommen, während Sie hinter Gittern saßen für eine Tat, die Sie ja offensichtlich, so sagen Sie, nur für Ihre Familie gemacht haben. Kann es nicht sein, dass die Verletzungen, die Sandro sich in Wirklichkeit bei einer Prügelei mit Gleichaltrigen zugezogen hat, Sie ihm einfach nur anhängen wollen? Aus Hass, aus Neid, aus Rache? Wissen Sie was? Der ist mir sowas von egal. Ich möchte nur nicht, dass mein Sohn bei so einem Tyrannen weiterlohnt. Das verstehe ich. Das möchte ich einfach nicht. Und Mella, dass du dir so einen geschnappt hast, das begreife ich nicht. Ich kann es verstehen. Ich bin im Knast. Das ist halt eben so, du bist alleine. Weiß nicht was. Aber dass du gerade dir so einen angelst, kann ich nicht begreifen. Andi, ich hab's wirklich gut bei Günni. Er kümmert sich um mich. Ich fühle mich bei ihm total geborgen. Ich brauche nicht jeden Tag gucken, ob ich morgen noch was im Kühlschrank habe. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ist es jetzt die Kohle, die dich zu ihm zieht? Seit wann das denn? Ich dachte, du hast ein Herz, dass irgendwie Gefühle bei dir sind. Guck, was los ist, was er aus unserem Sohn gemacht hat. Der muss jetzt im Heim leben. Dein Sohn lebt im Heim. Mein Gott, das ist doch der Hammer. Hast du kein Herz mehr? Was ist los? Ach, jetzt komm doch nicht mit so einer Schleimtour hier. Herz hin, Herz. Du? Hör mal, was hast du für ein Herz, Junge, wenn du keine Kohle hast, wenn du im Schuhkarton lebst, so wie du? Herz braucht man keine Kohle. Was willst du denn da mit Herz? Was will so eine Frau wie die Melanie? Was will die mit so einem Typ wie dir? Andi, du bist einer, wo du auftauchst, gibt es Stress. Du bist eine Pfeife. Die Pfeife pfeift mal gerade eben 100 Euro ordnungshaft in diese Richtung. Ersatzweise 2 Tage. Und Moment, und bevor Sie erwidern und sich auch noch mal irgendwas einfangen, ja, überlegen Sie, dass Sie hier für Ihren Sohn ein Vorbild sein sollen. Ich weiß ja, will ich ja, aber es ist nicht so einfach, ein Vorbild zu sein. Das weiß ich auch. Ich sitze im Platz und wenn sich so einer an meinem Sohn und auch noch an meiner Frau, an meiner Ex-Frau oder noch Frau vergreift, dann kann ich nicht einfach ruhig bleiben. Da drehe ich durch. Moment, aber hat an ihrer Ehefrau auch vergreift? Hat er ihre Ehefrau geschlagen? Ja klar, dass er geschlagen. Aha. Der flachen Hand, mitten ins Gesicht, auf die Nase, dass er blutete und zum Arzt musste. Hey, sag mal, Junge, erst soll ich deinen Sohn geschlagen haben, dann deine Ex-Frau. Ja, was denkst du dir als nächstes aus? Ein Hund vom Nachbarn oder was? Hast du einen Schaden? Ach, Herr Schnieber, Sie sollten vorsichtig sein. Sie kommen ja schon mit der ersten falschen Verdächtigung nicht so richtig durch. Ne? Da sollte man in der zweiten falschen Story ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, das ist aber so. Ich weiß das. Dann nehme ich sicher an, dass Sie auch Beweise dafür haben. Nee, habe ich leider nicht. Aha, hat er leider nicht. Sehen Sie, alles erstunken und erlogen. Das werden wir noch sehen. Woher haben Sie diese Informationen denn? Im Knast hat war Neuzugang und von dem Neuzugang, die Freundin ist Arzthelferin und gerade in der Praxis, wo Melanie dann mit ihrer Verletzung hin ist, hat er irgendwelche wirren Storys erzählt, wie das wohl passiert ist oder gewesen ist. Ja. Aber selbst die in der Praxis wussten ganz genau, das kann nur auf Schläge, kann nur ein Schlag auf die Nase gewesen sein. Haben Sie Ihre Ehefrau mal darauf angesprochen? Ja, wie denn? Ich konnte sie nicht darauf ansprechen, bei uns war Funkstille.
Und ich sitze nun mal im Bau, da ist halt alles nicht so einfach. Ich, das ist richtig. Ich muss damit irgendwie parat kommen. Jede Nacht habe ich da gelegen und gefragt, wieso, was hält die, was bringt die zu dem Typen? Kann doch nicht nur die Kohle sein. Lässt sich schlagen und wird dann, ach, keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht. Du erzählst so einen Haufen Scheiße. Ich erzähle keine Scheiße. Ich kann es dir mal ganz langsam versuchen zu erklären, damit auch du es kapierst. Ja? Die Melanie, die ist zu mir gekommen, weil du ihr nie was bieten konntest und du wirst ja auch nie was bieten können. Ich habe die aus der Gosse geholt. Ich habe die Melanie und auch deinen Sohn in eine ganz andere Liga eingeführt. Das sind Kreise, da könntest du noch nicht mal an der Garderobe arbeiten. Was wir nicht alles wissen, Herr Meurer. Ja, ist doch so. Aber Frau Schnieber, spätestens jetzt haben Sie gehört, was Ihr Ehemann über die Zustände bei Ihnen zu Hause sagt. Ist der Angeklagte mal handgreiflich gegen Sie geworden? Ist der Angeklagte mal handgreiflich gegen Sie geworden? Nein, das ist er nicht. Das stimmt alles nicht, was Andi gehört hat. Das stimmt nicht. Hört sich nicht noch Fragen an den Zeugen, Andrea Schnieber derzeit? Nein, danke. Dann möchte ich erstmal mit der Tochter des Angeklagten fortsetzen. Shania Meurer, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrer Frau vereidigt. Shania, nehmen Sie Platz. Ich greife das alles nicht. Shania, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. Shania, Ihr Nachname ist Meurer, Sie sind 15 Jahre alt und Sie wohnen bei Ihrem Vater und der Mutter von Sandro in Köln und gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In die 10. Klasse auf dem Gymnasium. Als Tochter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, man kann aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ja, ich sage aus. Sie wollen auch sagen? Ja. Shania, Ihr Vater wird vorgeworfen, dass er Ihren Stiefbruder Sandro am 14. Januar 2012 sehr brutal zusammengeschlagen hat. Was haben Sie von der ganzen Sache mitbekommen? Jedenfalls keine Prügelei. Mein Vater schlägt nicht einfach zu. Mein Vater ist einer, der redet mit einem. Er redet auch immer mit mir und mich hat er noch nie geschlagen. Sandro macht immer Stunk in der Familie. Er war bis jetzt immer der, der Stress gemacht hat, nicht mein Vater. Wie war das denn so, als Sandro noch zusammen mit seiner Mutter bei Ihnen in der Familie lebt? Einfach nur Horror. Mein Vater, ich war so froh, als er sich endlich in Melanie verliebt hatte. Er war nicht mehr alleine, sie beide waren glücklich und ich kam auch sehr gut mit Melanie zurecht. Und als Melanie dann bei uns eingezogen ist, dann kam auch Sandro dazu. Und dann war es einfach nur der Horror bei uns zu Hause. Er macht immer nur Stress. Du bist so eine verlogene Bitch. Sandro, du hattest vorhin Gelegenheit zu reden. Das wolltest du vorhin nicht. Nicht? Jedenfalls nicht so, dass man mit deiner Aussage irgendwas anfangen konnte. Also ich bin also eine Bitch. Du weißt doch nicht mal, was das ist. Das muss ich doch nicht. Du bildest dir auf dein scheiß Gymnasium deinen lächerlichen Markenklamotten was ein. Das geht mir alles am Arsch vorbei. Du Witzbold, wenigstens habe ich einen Schulabschluss und im Gegensatz zu dir. Du wirst später irgendwie ein Schuhputzer oder so. Du bist so ein arrogantes Etwas. Besser arrogant, als so dumm und arm zu sein wie du. Wenn mein Vater nicht wäre, dann würdest du jetzt noch in deiner 40 Quadratmeter Plattenwohnung wohnen und würdest Jeans vom Wühltisch tragen, du Loser. Shania, jetzt ist Schluss damit. Ich meine, so wie sie sich hier ihm gegenüber geben, ist das also klug auch nicht. Für Gymnasialausbildung unterirdisch einfach dumm dreist. Warum schauen Sie so auf Sandro herunter? Ich meine, außer dem bisschen Schule haben Sie bislang eigentlich noch nichts hingekriegt. Ne? Und den Lebensstandard mit allem drum und dran, den haben Sie doch nur Ihrem Vater zu verdanken. Und das gibt noch kein Recht, über andere so zu urteilen. Ich verstehe so langsam, warum sich Sandro verändert hat. Und Sie, Frau Schnieber, Sie wundern sich über die Wesensveränderung, wie Sie sagen, von Sandro. Ich sag mal, was ich hier sehe. Ich sehe eine ziemlich flotte Kesse, 15-Jährige, ja, die ihrem Stiefbruder provoziert, schlichtweg. Und weder von Ihnen noch von Ihrem Vater daran gehindert wird. Ich bin momentan gar nicht so überzeugt davon, dass Sandro der Störenfried in der Familie ist, sondern eher, dass er regelrecht aus der Familie rausgemobbt wird. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum Sie das als Mutter so hinnehmen. Ach, ist doch voll egal. Meine Mutter hat schon immer zu Shania gehalten, draufgeschissen und jetzt bin ich ja im Heim. Oder reicht es euch nicht? Soll ich lieber tot sein?
Hey. Frau Schnieber? Jetzt los. Ey, Herr Schmitzreich, halten Sie mal die Zeugin auf. Ja, blond bis zum Abwinken und schwarze Kleidung. Ja, und bringen Sie sie in mein Büro. Ja? Haben die Verfahrensbeteiligten Bedenken, dass ich mal mit der Mutter spreche und sie beruhige? Ich werde selbstverständlich über alles berichten, was ich erfahre. Sehr gerne. Dafür sind voll. Noch Fragen an Schanaya Maurer? Bleibt als unter 16-Jährige unvereidigt. Schanaya, nehmen Sie hinten Platz. Frau Stieber, helfen Sie mir. Sie wundern sich, dass Ihr Sohn sich so verändert und rebelliert und sich dem neuen Familienleben verschließt. Ist er überhaupt ein Teil davon? Frau Schnieber, die Schanaya, die sieht das ja auf keinen Fall so. Und das hat sie der Verhandlung ganz deutlich gemacht. Und ich meine, ihr neuer Freund sagt auch so nach dem Motto, ich habe sie und ihren Sohn aus der Gosse geholt. Aber was erwarten Sie von einem 14-Jährigen, der tagtäglich schikaniert wird in der Familie irgendwie? Er und gerade der Kleine, der kann doch noch nicht irgendwo mithalten. Also schwimmt er doch gegen den Strom. Das ist doch normal als Reaktion. Frau Schneemann, Sie lieben Ihren Sohn doch. Ja? Deshalb konnten Sie eben gar nicht ertragen, als er Sie gefragt hat, ob er lieber tot sein will. Und dann sind Sie rausgelaufen, nur weglaufen. Was soll das? Sie laufen die ganze Zeit augenscheinlich weg. Ich meine, stimmt irgendwas nicht in der neuen Familie? Da müssen Sie die Konsequenzen ziehen. Sie sind für Sandro auch verantwortlich. Und nicht nur für sich. Das ist Ihre Pflicht. Sie können als Mutter nicht wegsehen, wenn da was ist. Ich habe so eine Angst. Ich brauche wirklich Hilfe. Vor was haben Sie Angst, Frau Schneeber? Ich kann nicht. Ich meine, ich verspreche, dass ich nach der Aussage von Ihnen dafür sorgen werde, dass Ihnen jemand etwas tut. Aber ich muss doch wissen, um was es geht. Ich schäme mich so sehr. Frau Schneeber, wofür? Ich schäme mich wirklich so. Wofür? Wer ist das gewesen? Die Verhandlung wird fortgesetzt mit der erneuten Vernehmung der Zeugen Schnieber. Frau Schnieber wurde in der Zwischenzeit von unserer Amtsärztin untersucht und stabilisiert. Nach dieser Aussage hier wird sie ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Körper ist übersät mit Hämatomen und Verletzungen, die sie sich nicht selber zugefügt haben kann und die auch nicht von einem Unfall stammen können. Frau Schnieber, wer ist dafür verantwortlich? Ja, Günther. Ja, also. Herr Maurer, was sagen Sie dazu? Ja, das ist gelogen. Erst lügt der Sohn und jetzt lügt auch noch die Mutter. Ich habe nicht gelogen. Und Sandro hat auch nicht gelogen, du Dreckskerl. Immer wieder hast du mich geschlagen. Wenn dir irgendwas nicht gepasst hat, überall hast du mich gegengestoßen und immer wieder nur auf mich eingeprügelt. Du bist so ein mieses Arschloch. Und wegen dir ist auch Sandro ins Heim gekommen. Ich war so froh, dass er endlich im Heim ist, dass er von dir aus der Schusslinie ist und du ihn nicht jeden Tag nur wehtun konntest wie mir. Frau Schnieber, warum haben Sie denn so lange geschwiegen? Warum haben Sie sich nicht helfen lassen? Das müssen Sie uns noch sagen. Ich habe so eine furchtbare Angst vor Günther gehabt. Er hat Einfluss und er kennt Leute. Und ich, wer bin ich denn? So ein mieser, armseliger Typ. Mensch, Mel, warum hast du nichts gesagt? Ich hätte veranlasst, dass du da rausgeholt wirst aus dieser Misere. Dann stimmt das, dass du meine Tochter und meinen Enkel hier zusammengeschlagen hast. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und Sie haben nie was gemerkt? Ich komme nicht darauf und habe nichts gemerkt. Warum haben Sie Ihrem Vater nichts gesagt? Papa, du hattest doch schon genug Sorgen, als Mama gestorben ist. Und du warst so froh, bei Günni endlich untergekommen zu sein. Günther war dein großer Halt. Sollte ich dir diese Illusion nehmen? Hättest du das verkraftet? Nein, aber trotzdem hättest du mir sagen müssen. Aber ich wusste selber nicht mehr weiter. Hör mal, Kollege, dafür fährst du ein. Und ich hoffe nur, dass keiner da erfährt, dass du kleine Kinder geprügelt hast. Das wünsche ich dir nicht, denn dann hast du die Hölle. Das sage ich dir. Günni, sag mir jetzt die Wahrheit. Hast du meine Tochter geschlagen? Hast du den Kleinen geschlagen? Sag die Wahrheit jetzt, Günni. Melanie, wenn das stimmen sollte, dann kannst du nicht bei ihm bleiben. Aber wo soll ich denn hin? Deine Wohnung ist winzig. Ich kann doch nicht auf der Straße schlafen.
Frau Schnieber, ja? Das ist das kleinste Problem. Sie werden mit Sicherheit nicht alleine gelassen und Sie können auch vorübergehend in ein Frauenhaus ziehen und zur Ruhe kommen und Sie suchen sich dann ohne Druck eine eigene Wohnung. Ich gebe Ihnen nach der Verhandlung die Kontakte. Okay, danke. Wir fahren jetzt sofort zu seiner Bude, hol deine Sachen, du musst da raus. Ich hol dich jetzt sofort da raus. Ende. Ja, da nix schön im Kopf, dann fahr doch, dann verpiss dich doch. Dann nimm deinen Assi-Sohn aber direkt mit. Du wirst noch oft genug an mich denken, was ich alles für dich getan hab. Was hast du denn für mich getan? Meinst du dein scheiß Geld? Ich gebe dir zu, das fand ich zu Anfang echt toll. Endlich hatte ich mal tolle Klamotten, schick essen gehen und ein teures Parfüm und musste mir nicht ständig nur die Nase an der Scheibe platt drücken, an den Schaufensterscheiben, weil ich mir nie was leisten konnte. Aber der Preis, der war zu hoch. Du bist so ein mieses Arschloch. Und deinetwegen habe ich mein Lachen verloren und meinen eigenen Sohn ins Heim gegeben. Nur damit er endlich vor dir in Sicherheit ist und du ihn nicht mehr jeden Tag prügeln konntest. Weißt du, Geld ist echt nicht alles. Ich will das nicht mehr. Noch Fragen an die Zeugin Schnieber? Nein, keine Fragen mehr. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten neben Ihrem Sohn Platz. Sandro, stimmt es so, wie deine Mutter hier sagt, soweit du es weißt? Ja, hat der Angeklagte dich so zugerichtet? Ja, hat er. Und genau in der Art, wie du bei der Polizei gesagt hast, so wie es auch in der Anklage steht? Ja. Bleibt nach 60 Ziffer 1. Als unter 16-Jähriger unvereidigt. Werden Anträge gestellt? Schließlich die Beweisaufnahme. Nein. Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, der Angeklagte hat, glaube ich, eben die Chance, noch irgendwie auf Bewährung davonzukommen, verstreichen lassen, indem er sich nicht mehr zu einem Geständnis durchringen konnte. Sein Stiefsohn hat bei der Polizei, ein 14-jähriges Kind, eine ganz schlüssige Aussage gemacht, wie es zu bestimmten Verletzungen, die er hat, gekommen ist. Wir haben von der Mutter jetzt gehört, dass der Angeklagte zu Gewalttätigkeiten neigt. Das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens, fließt aber natürlich mit ein, wenn wir seine Glaubwürdigkeit beurteilen. Sie haben ein gerade 14-jähriges Kind, und zwar ohne Anlass, brutalst misshandelt. Für eine Bewährung, Frau Vorsitzende, ich beantrage eine Freiheit Strafe von einem Jahr und 6 Monaten in diesem Fall. Für eine Bewährung müssen dann Gründe vorliegen, entweder in der Person des Angeklagten, sehe ich nicht, gewalttätig ist er, in der Tat sehe ich erst recht keine, Gewalt gegen ein Kind, hier ist alles ausgeschlossen, sie sind nicht dazu gereizt worden, keine Einsicht, keine Reue, er übt noch während der Verhandlung Druck aus und der letzte Satz, den ich von ihm gehört habe, geht in dieselbe Richtung. Ein Jahr und 6 Monate. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwalt Dinter. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Herr Staatsanwalt Römer, die Verletzungen gegenüber Frau Schnieber, wie auch immer sie entstanden sind, sind, wie Sie richtig gesagt haben, nicht Gegenstand des Verfahrens. Und deswegen können sie auch keine indizielle Wirkung entfalten, was dieses Verfahren und die Beweisführung anbetrifft. Das erstmal dazu. Shanaya, Frau Vorsitzende, hat nichts Aggressives über ihn berichtet. Und sie hat in dem Haushalt ja gelebt und hat alles genau mitbekommen. Auch ist er überhaupt noch nicht aufgefallen. Also er ist nicht vorbestraft und auch sonst gibt es überhaupt gar keine Anhaltspunkte, dass er ein aggressiver, übergriffiger Mensch ist. Sollte das Gericht dem Sandro glauben, so denke ich dennoch natürlich, hätte der Angeklagte ein massives persönliches Problem. Und dann bedarf auch er Hilfe. Und ich denke, das kann durch Bewährungsauflagen wie Bewährungshelfer viel besser passieren als durch Inhaftierung. Ich möchte hier jetzt keinen konkreten Antrag stellen. Danke. Vielen Dank. Herr Meuer, Sie haben das letzte Wort. Tja, ich kann nur sagen, Undank ist der Weltenlohn. Da habe ich die aus der Gosse rausgeholt, ihren Sohn noch mitgenommen und jetzt sitze ich hier. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt und erträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Sie, Herr Meurer, machen Mund zu. Sind Sie so überrascht von diesem Urteil? Sie haben das Plädoyer des Staatsanwalts gehört und Sie hatten im letzten Wort die Gelegenheit, noch etwas zur Sache zu sagen. Sie haben sie nicht genutzt. Herr Meurer, ich habe keinerlei Zweifel an der Aussage von Sandro. Und vor allen Dingen nicht so nach dem Motto, er ist vorgeschoben, sein Vater will sich irgendwie rächen. Ich kann Ihnen ein der Hauptargumente sagen. Und zwar, wenn eine Mutter es zulässt, dass ihr Kind sofort, was selber will, in ein Jugendheim kommt, ohne irgendwas zu machen,
dann gibt es durchaus Gründe dafür. Und sie waren bislang nicht so die Gründe nach dem Motto, ich kann mit meinem Sohn gar nicht so, sondern. Es war dann auch hinterher für mich viel klarer nach dem Motto, dann habe ich ihn wenigstens aus der Schusslinie und jemand anders kümmert sich um ihn. Weil zu Hause, das ist ja auch passiert, als ihre Frau mit ihrer Tochter unterwegs war, habe ich nicht immer alle Möglichkeiten. Und da Sandro dann versucht, ja eigentlich in die totale Verweigerung zu gehen, auch mit Schule zu verweigern und auch durchaus versucht, sich zu wehren. Aber wie soll sich ein 14-Jähriger, der auch noch so, ich möchte sagen, noch nicht so sonderlich weit ist wie Sandro, wie soll er sich da irgendwie auseinandersetzen? Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Ermittlungsverfahren gegen Melanie Schnieber wegen uneidlicher Falschaussage wurde wegen geringer Schuld eingestellt. Günther Meurer wurde in einem weiteren Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer nachträglichen Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt.